Grundsätzlich sind wir auf vielen Hochzeiten unterwegs. Also ich habe eigentlich eine klassische Siebdruckerei und eine Digitaldruckerei. Also das Holz ist ein Thema jetzt, das wir vor 5 Jahren etwa begonnen haben, wo wir extrem international unterwegs sind, über 90% Export, auch Übersee. Und das, was wir eigentlich produzieren, sind Reproduktionen von Originalplatten, Hölzern aus der Natur. Ja. Dann hat mir mal ein Tischler angeredet, warum machst du kein Altholz nicht? Ja. Und ich gesagt, ja wie, was Altholz? Das ist ja kaputt, wie soll ich sowas machen? Und dann habe ich mich einfach mit der Materie beschäftigt und dann ist das so draus geworden. Ja. Diese Probleme, was die Natur aufwirft, wir natürlich plötzlich super kompensieren können. Sei es im Format oder sei es in wiederkehrende Farben, konstante Beschaffenheit, reproduzierbar. Wir haben plötzlich Altholzplatten in Brandschutzklasse zertifiziert, was in echt nicht geht. Ja. Es beschäftigt mich einfach. Ja. Der Urlaub vermischt sich mit Arbeit, weil ich halt jetzt schon dahin fahre, wo ich wieder Holz kriege, was ich noch brauche. Und es gibt so viele Ideen, es gibt so viele Möglichkeiten. Und so schön, angenehm wie es ist, aber du bist halt auch ein bisschen unter Strom. Also wenn du nicht hundertprozentig identifizierst und wenn du nicht hundertprozentig eigentlich dafür lebst, wird es nicht funktionieren. Weil ich versuche, genau das, was es nicht gibt, zu machen.